Ein Augenblick, der immer währt. In Sportmoderatorin Jana Wosnitzer, 30, die gerade in dieser Eigenschaft für den erkrankten Jan Köppen im EM-Studio auch wieder voll im Einsatz ist, heilt es immer noch nach, dieses magische Erlebnis der 9. Live-Show von Let's Dance. So sehr, dass sie es jetzt sogar auf ihrer Haut trägt. Voller Stolz präsentiert euch die 2. der 17. Staffel im Video ihr neuestes Tattoo. Fighter, für Let's Dance, für Jana und für ihre Mama mit der Art und Weise, wie Jana Wosnitzer gemeinsam mit Profipartner Fadim Gabusov beim Magic Moment die Krebserkrankung ihrer Mama und deren Umgang damit vertanzte, sorgte sie bei allen, die das sahen, für Gänsehaut und jede Menge Tränchen der Rührung. Auch für die 30-Jährige selbst war diese Performance wohl das bewegendste Erlebnis ihrer gesamten Let's Dance-Reise. Der Vizetitel ist dagegen sicher nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Was aber macht man mit etwas, das einem so sehr unter die Haut geht? Genau. Man nimmt es im Herzen mit und trägt es stolz auf seiner Haut. Fighter steht da jetzt schwungvoll geschrieben auf der Innenseite ihres rechten Oberarms. Das war der Song, zu dem wir damals getanzt haben, erklärt Jana, die Geschichte, die Erkrankung meiner Mami, haben wir dort vertanzt. Und für die steht natürlich auch sinnbildlich dieses Wort, Fighter, also, sie ist, ne Kämpferin, wir haben uns da gemeinsam durchgekämpft. Und es hat uns wahrscheinlich wesentlich stärker gemacht in unserem Leben.